Vor 3 Monaten ist er auf die Welt gekommen, der Marino Blumenthal. Ich bin von der ersten Sekunde mit dabei und habe das voll genossen. Also, angespannt war man schon irgendwo, aber es war wirklich ein Erlebnis und das habe ich voll genossen, weil es ist etwas Einmaliges und man ist dankbar, dass man das erleben durfte. Seit diesem Erlebnis hat sich für den Renzo Blumenthal einiges geändert. Die Verantwortung, die man für die Familie übernommen hat, jetzt mit dem kleinen Nachwuchs, ist ganz anders, als wenn man nur das Zweite wäre. Und darum hat sich da schon einiges verändert. Die Nächte sind auch anders, der Alltag im Allgemeinen ist anders. Oder man muss auch mehr im Haushalt machen, darf. Aber es gehört einfach dazu und da muss man durch. Und so packt der erfolgreichste Ex-Mister Schweiz an, wo immer er nur kann. Windeln wechseln, Staubsauger, einheizen, Haushalt machen, kochen und. Es gibt also viel zu tun, davon geht die Zeit im Nu. Jeden Tag wird er älter, wird er, ich würde nicht sagen intelligenter, aber wird er reifer und er gibt mehr von sich. Einfach am Anfang schläft er und trinkt und dann hat sich und jetzt fährt er schon ein bisschen lachen, mehr brüllen oder was auch immer. Ob der kleine Moreno dann eines Tages auch zum Mr. Schweiz gewählt wird, steht noch in den Sternen. Für seine Eltern ist er es aber jetzt schon. Sowieso, also für mich ist es das Ein und Alles, weil das kann man durch nichts ersetzen.